Ihr kennt es wie immer, wir werden natürlich noch nicht das ganze Fahrzeug zeigen, wir werden euch erstmal nur die Front zeigen. Wir sehen erstmal eine brutale Front. Dieses Maybach-Emblem hier, ne? Ich sehe eine blaue Farbe. Vielleicht habe ich mir auch deswegen den blauen Anzug angezogen, man weiß es nicht. Ja, kein Problem. Wir haben hier ein Fahrzeug, wo es nur weltweit 300 Stück gibt. Also es wurden nur 300 Stück von diesem S650 produziert. Dieser Motor hier kommt aus dem S65 AMG V12. Ja, wenn ich das sage, müsste jetzt eigentlich hier Konfetti vom Dach fallen. Wir haben 630 PS. Wir haben einen 6-Liter Motor. Von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit 250. Ist das nicht geil, Leute? Wir haben hier natürlich Airscar verbaut. Ja, das heißt, durch hier die Kopfstützen kommt im Prinzip Hitze oder Kälte, je nachdem, was man haben möchte. Ne? Im Winter trägt man sozusagen so einen unsichtbaren Schal, sagt man immer bei Airscarf. Hier steht es nochmal drauf, Maybach und einer von 300 Stück, ne? Limitiert. Auf der Mittelkonsole hier das Maybach-Symbol. Hier natürlich nochmal das Maybach-Symbol, auch auf dieser Holzgarnitur. Das ist Wahnsinn. Natürlich auch hinten sind nochmal Lautsprecher drauf, wo es nochmal draufsteht, Burmeister RN. Der Bruttolistenpreis von diesem Fahrzeug war 2017 357.000 Euro. Netto waren es 304? Nee, 300.000 glatt. Ah, 300.000 glatt, 300 okay. Stück, Nettolistenpreis 300.000. Eine von 300, okay, das heißt, wenn man diese beiden Taschen hat, dann hat man zwei von 600. Genau. Ja. Ah, Mathematik, Leute, ne? Mathematik. Diese beiden Taschen hier, ja, kosten zusammen roundabout 10.000 Euro. Dieses Fahrzeug ist neuwertig. Das ist, ich weiß nicht, wie viel hat er runter? 20 Kilometer. 20 Kilometer hat das Fahrzeug runter. Also der wurde im Prinzip noch gar nicht bewegt. Ist es aber auch eine Wertanlage oder? Also ich sag mal so, jetzt momentan noch nicht ganz. Aber wenn man da noch länger wartet, dann auf jeden Fall. Ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, Autos, die limitiert sind, verunfallen auch mal ein paar Fahrzeuge. Ne? Und wenn man da wirklich, sage ich jetzt mal so 10, 15 Jahre wartet, dann kann das richtig, richtig viel wert sein. Als Beispiel jetzt der SLS Black Series. Der hat ja damals ja auch so um die 200.000, 300.000 gekostet. Mit einem Black Series, einen guten Black Series mit zwei Kilometern oder drei Kilometern, tja, da blecht man jetzt eine Million hin, tatsächlich, ja, ne? Richtig, ja. Und das ist eine Wertsteigerung von 800.000, 700.000 Euro. Also das ist Wahnsinn. Was du vielleicht meinst, ist, es gibt auch eine Variante oder man kann sich auch in die Scheinwerfer tatsächlich Swarovski-Kristalle einpflanzen lassen, sage ich mal. Sind das nicht sogar, glaube ich, die? Ja, genau. Ja, genau. Wir bedanken uns beide für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns dafür, dass ihr wieder heute Abend um 19 Uhr bei uns eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch dieses wunderschöne Fahrzeug präsentieren. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitch, folgt uns auf Facebook und auf YouTube. YouTube will ich immer vergessen. Oder wir wünschen euch einen schönen Abend. Schönen Bleibt Abend. Gesund. Genau. Danke, dass du in Szenenick warst. Gerne. Danke, dass gerne. Ihr in Szenenick mal wart. Immer wieder gerne, ja. Genau. Und der Schluss ist Hashtag Team Endless.